hatte. Ne, deswegen wird er auch bei diesem Event nicht dabei sein. Es geht So, los. gut. Ich Ja, ich bin dann verabschiede raus. mich. Ja. Ich auch. Tschüssi. Viel Spaß. Und danke fürs Mitkommentieren. Kein Problem. So, das Alrighty, I guess we should der do this. Fahrbereich. Bis Yeah. dann. Bis dann. So, yeah, good evening, everyone. So, meine Damen und Herren des nächtlichen Geschmacks, wir sind bei Lufia 2 Rise of the Sinnatrals. Das hier ist die Ahnenhöhle oder im Englischen Engine Cave. Wir versuchen, den Jelly zu killen. Auf der Couch, in dem Fall rechts, sehen wir den Herrn Bamboo Shadow, der war gestern noch beim Friseur. Daneben sitzt der Herr Zuckerstool. Der spielt hinterher Secret of Mana, One Player Two Controller. Dahinter sitzt in der Reihe das eine ist Silo, von rechts gesehen. In der Mitte ist Zartux. Den Herrn daneben kenne ich leider nicht und ich mag das Mädel im gelben Kleid. So. Wie ihr seht, man muss das Spiel zweimal durchspielen, um in diesen Gift-Mode zu kommen. Wo siehst du dann gelbes Kleid hin und gelbes Oberteil? Oder gelbes Oberteil. Bamboo wird nicht manipulieren, dafür steht die Kategorie Any Percent Numenip. Ich aber nicht drin. Ja, hier steht Jelly Kill drin. Es ist aber Numenip. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt anfängt zu. Zumal die Manip wäre jetzt schon 30 Mal vorbei, weil er müsste auf einen gewissen Ton achten, auf dem Audio Cue. RNG hell. we're gonna try to pick up the right weapons and kill the jelly. And I So. guess we're just gonna start this in. So, Und es geht los. Wir starten in Goberia und nehmen mit Guy, wir nehmen mit Decker, wir nehmen mit Artie. Die Kombination an Helden, die man im Main Game auch alle einmal besucht, ist die beste Kombination für diesen Run. Ein Sekunde 21 Enter ist gut. Und jetzt fangen wir an, lustig Kisten aufzumachen. Smokeball würde jetzt in dem Fall das verursachen, dass du aus dem Kampf fliehen kannst. Ist also an sich nicht schlecht. Ich sag mal, bis Ebene 15 sind die Items erstmal uninteressant, es sei denn, sind Healing-Items. Dann kann man immer brauchen, aber ausrüstungsmäßig wirst du schätzungsweise erstmal nichts wirklich Tolles finden. Aber Hauptsache erstmal haben. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Bamboo fährt erstmal die Strategie, er sucht die Treppe in den nächsten Floor, also in die nächste Etage. Nimmt dabei die Kisten, die er auf dem Weg findet, nimmt er mit. Das heißt, wenn die Kiste eh gerade auf dem Weg liegt, dann wird er sie öffnen und mitnehmen. Das ist alles random an der Cave. Es ist random, wo die Gegner stehen. Es ist random, was in den Kisten drin ist. Ist es der Raumaufbau, hat Pattern, ist aber grundsätzlich auch eher random, welches Pattern du bekommst. Was heißt denn, was könnte man noch sagen, ist random? Ja, die Iris-Items sind random. Das sind 8 spezielle Items, die du finden kannst, die du dann auch in Goberia wieder abgibst. Was ist noch random? Ja, was nicht random ist, ich glaube, es ist gerade einfacher. Die HP der Gegner ist nicht random, die Gegnerkonstellationen sind random. Das wohl. Und was ist noch nicht random? Ja, deine Teamaufstellung, weil die bestimmst du selber. Wir werden jetzt erstmal bis Ebene 11 durchrushen, so in der Art und Weise, weil wir auf Ebene 11 die sogenannten Cores finden, die ich euch dann gleich nochmal erkläre, wenn sie dann erscheinen oder nicht erscheinen, wenn sie beim Mut rollen. Weil dann hat er ein Problem, weil dann fehlen ihm nicht die EXP. Ich sitze auf Troll.
Ich habe so eine dumme Vermutung, die Kors trollen ihn. Oder er hat bis dahin keinen billigen Zauber, den er draufschmeißen kann. Aber das erkläre ich dann gleich, wenn wir bei den Kors sind. Kommt bisher aber ziemlich gut durch, das geht schon. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie lange er jetzt brauchen wird. Das heißt, ich weiß nicht ganz genau, wann ich welche Informationen einstreuen soll. Machen wir mal ganz locker. Man hat rausgefunden in der Community, dass man einen Trap am besten von unten begeht, um die Back-Attack-Counters zu minimieren. Das heißt, wenn ihr von... Danke, jetzt machst du es natürlich nicht. In den Levelbereich ist es auch noch egal. Später ist es interessant, dass du eben nicht von hinten angegriffen wirst, weil dann hast du einen Back-Attack. Das bedeutet, du bist erst... erst sind dann die Gegner dran und dann du. Warum er den jetzt platt macht, ist mir allerdings rätselhaft. Kobe möchte wohl selber leveln. Das ist ja gut für ihn. Ein bisschen EP sammeln. Das ist aber seltsam, dass er so ausgerechnet da macht. Aber gut! Da habe ich nur das Gefühl, er hat er jetzt nichts zu gesagt, aber ich kann mir gut vorstellen. Halt. Ja, wie gesagt, so Marathon und so. Weil das Ding ist nämlich, ich würde jetzt an seiner Stelle nämlich bis 11 runter rushen. Egal was, aber ich denke, weil er fährt hier gerade eine Marathon-Safe-Strategie. Dass er sich zwischendurch jetzt ein bisschen XP holt, als dass er nicht gleich vom nächstbesten Gegner umgeklatscht wird. Kann man machen, kostet Zeit. Und das war nicht gut bei mir. You good buffalo. Beinahe. Das ist nämlich die Gegner hier in der Ancient Cave und auch generell haben immer ein bestimmtes Movement, was du als AC-Runner irgendwann auswendig lernst. No? Guckt sie an, nimmt sie mit. Oh, schön. Was wir gerade gesehen haben, ist eine Mimik, eine Fake-Schatztruhe, welches ein Monster darstellt. Diese Mimik hat 50 HP und tut weh. Und nein, du willst es nicht. Noch ein Buffalo. Ja, den Buffalo musst du jetzt. Sonst kommst du da nicht aus der Tür raus. Okay, Lotus schrieb gerade, er will den Druck von den Vögeln haben. Was droppen die denn? Den Adlerstein. Der Adlerstein hat eine Zornattacke, wo du zweimal Dollar zuhaust. Ich meine, ich kenne die. Ich weiß halt, dass die Steine droppen, aber ich kenne die ganzen Zornattacken von den Dingern nicht. Red, Green, Sight Disorder, wie du es nennen könntest. It's no biggie, you know. Dennoch kann er, ich sag mal, es gibt aber wesentlich bessere Steine, die er hätte nehmen können. Was tut sie so richtig weh oder tut sie richtig weh? Also, da du, wie gesagt, normalerweise nicht levelst bis Ebene 11 und dann mit Level 1 vor so einer Mimic stehst und dann noch 4 Stück, ouch. Die Dinger wapen dich einfach. Ja. Kannst nichts machen. Na, irgendwie will die Treppe gerade nicht. Irgendwer, du hattest Providence Percent als E-Sports irgendwann bezeichnet, als Treppe runter E-Sport, ja. Ja. Ja, nein, eigentlich kommt der Ausdruck aus LOL, Mitte runter E-Sports. Aber ich hab mir gedacht, mit Treppe runter Speedrun. Okay. Ist er mir auch nicht. Es gibt mehrere Kategorien für diesen Run, also für AC. Unter anderem auch Providence Percent. Providence Percent bedeutet, ab Ebene 21 kann das Item Providence, im Deutschen Gotteshand,
in den Kisten liegen. Und Zeit wäre dann gestoppt, wenn du Providence benutzt. In dem Moment. In dem Fall Shoutouts an Recritical, aka RC, der diese Kategorie ins Leben gerufen hat. Wenn ihr Fragen habt, fragt um Gottes Willen. Also ich nerv die Köste, ich hab eh nichts zu melden. Warum hast du denn eh nichts zu melden? Weil AC ist. So. Deadly Rod. Super Sache. Deadly Rod ist verflucht. Das heißt, beim Anlegen wirst du sie nicht wieder runterkriegen. Aber Deadly Rod trifft zu, oh, jetzt haut mich nicht, 80% Instakill. Ähnlich wie die Zauber Perish und Focus. Allerdings, wenn man die Deadly Rod später mit einem Curse Lifter entcursed. Och Gott. Hat sie hinterher eine Zornattacke, die ein Sechstel des, der HP des Gegners runterzieht. Und das ist beim Jelly sehr interessant. Ein Regain, sehr in dem Fall gutes Item, als dass es einen gefallenen Helden wieder hochholen kann, also wieder reviven kann. Wir beleben. Sind wir auf Stufe 11? Ich weiß nicht, wir sind über die Wüste gezählt. Warum haut er jetzt ins Skorpion? Der Deadly Rod Effekt. Wenn dann ein Gegner stirbt und keine Zahl angezeigt wird, ist der Deadly, also der Effekt von den Deadly. No. Was halt auch mal Leute in die Nase. Ich wollte halt Gelegenheit sein. Cool. Ach, gucke. So. und er hat kein Helix, er hat kein Spell. Autsch. Okay, passt auf. Folgendermaßen. Das hier ist ein Chor, der bleibt. Die hauen normalerweise ab. Beziehungsweise, ist, also sie hauen eher ab, als dass sie bleiben. So ein Chor hat 10 HP. In dem Fall konnte Bamboo diesen Chor mit Melee-Attacks, also mit Angriffen besiegen. Allerdings haben diese Chor die folgende Eigenschaft, wenn man sie mit Zaubern attackiert. Wird man feststellen, dass diese Chors keine Magic Defense haben. Das bedeutet, wenn du jetzt 4 stehen hast, was natürlich nicht passiert, wenn du jetzt mehrere noch stehen hast von den Chors, brauchst du nur einen Billigzauber wirken, der vielleicht so, ja, der billigste in dem Fall wäre. Muss überlegen, jetzt bräuchte ich eine Liste zur Hand. Auf jeden Fall Billigzauber. Der wenig hat. Ja, Thunder wäre ein bisschen übertrieben. Das ist ein Tier 3 Zauber. Wird aber auch funktionieren. Kostet nur ziemlich viel MP. Und ja, die Cores werden halt One-Hit. Egal was du machst. Die Cores sind keine Metal Slug. Das Problem ist, ich kenne mich mit Dragon Crest nicht aus. Kann ich ja, also kann man vergleichen. Ja. Kannst du mal vergleichen? Ja, kannst du vergleichen. Die geben auch ein massiges EP, wenn sie den Platz kriegst, bevor sie abhauen. Okay. So. Red Cores sind Ebene 11 bis 13, sprich, wir suchen Ebene 11 bis 13 nach den Cores. Halt EP zu farmen, weil andere Gegner geben wesentlich weniger EP und das wird sonst zu grindy. Wie gesagt, das, ob die jetzt einen Kosten Overflow haben oder gar keine Magic Defense. Wie gesagt, ich kenne die Variante, die haben einfach keine. Ob das jetzt auf einem Overflow liegt, weiß ich gerade nicht. Müsste ich Krieg fragen, der weiß das. Zur Erklärung, Krieg Spryer, ein sehr, sehr netter Mensch, ein sehr, sehr netter Niederländer, der sehr, sehr viel für die AC-Community getan hat. Hat einen sehr, sehr... Wake me up! Erkläre ich gleich. hat einen sehr, sehr ausführlichen Guide geschrieben, den ich persönlich für Anfänger zu ausführlich finde. Und er beschreibt auch solche Dinge wie, wie das sich mit den Cores verhält, warum das so funktioniert und so weiter und so fort.
ist, wenn man weiter in die Materie einsteigen will, auf jeden Fall lesenswert. Für Anfänger ist er nichts. Warum ich gerade Wake Me Up geschrien habe, das ist ein Meme. Und zwar hat Bamboo gerade das Irish Shield gefunden. Die Iris Items gibt es auch eine Kategorie zu. Das ist Iris Percent. Hat Bamboo neulich den WR geknackt in der Kategorie mit 12 Stunden noch was? 11 Stunden noch was? Nee, 11 Stunden noch was? Ist das Deadly Rod? Dritte mittlerweile. Ja. Und das Wake Me Up, das kommt aus einem anderen Stream. Ich weiß jetzt nicht, welcher Streamer es gewesen ist oder welcher Runner. Auf jeden Fall haben die Leute dann angefangen zu rufen, Wake Me Up, sobald ein Iris-Item erschienen ist. Und das zog sich halt durch die ganze AC-Community. Wir können ja auch mal darauf wetten, wie viele Iris-Items wir finden wird, wenn es mal... Ich sag 3. Oh, bist du fies! Nein, fies wäre, wenn ich gesagt hätte 4. That can appear. Yeah, they might seem. Oh, nice. That's a party going on here. This is a party song. So, Run läuft lala bisher. Wir haben noch keines der Items gefunden, wo wirklich relevant wären jetzt für den Jelly Kill, bis auf die Deadly Rod. Gehen wir dreimal. Die dafür dreimal. Problem ist nur. Okay, Miracle ist nicht schlecht. Und Full Heal plus Revive. Das Problem bei der Sache ist, wir brauchen bestimmte Items, um den Jelly zu killen zum Schluss. Bisher haben wir noch keins davon gesehen, bis auf die Deadly Rod, und Deadly Rod hat halt, wie gesagt, die Zorn-Attacke, wo dann mal eben guten Sechstel des Gegners einfach mal wegradiert werden, und das kannst du in dem Jellyfight zweimal hintereinander setzen, was nicht schlecht ist. Wenn er jetzt noch einen Curse-Level findet, versteht sich. Weil gecursed, also verflucht, hat die Waffe keine Zornattacke. Und ihr werdet jetzt feststellen, ab Ebene 21 ändert sich die Musik zum einen und zum zweiten ändert sich das Aussehen der Höhle. Das wird sich nochmal ändern ab Stufe 40. Ja. Waren das nicht 12 plus der Jelly? Nee, ich habe gerade das Dingens im Kopf. Das, den Tracker im Kopf. Und ich sehe. Ja, der Jelly selber zählt auch als Statue, als Iris Item. Die Trophäe, die du bekommst, wenn du den Jelly killst. Jetzt bekomme ich echt einen Strauchel. Try to keep track, because we want to finish this under 2 hours. Actually, if we get really bad luck, we can, you know, get screwed up. Überlegung. Some upper floor and let's rip. Meines sind neue Items, einschließlich dem Kill. Bambu mag mich schlagen. Wollt ich mal nachgucken? Schau mal geschwind nach. Ich bin mir ziemlich sehr, sehr, also 9 inklusive Statue, 8 ohne Statue. Das ist mir vorher. Ja. So. Er versucht jetzt gerade ein nettes Tänzchen mit der Schlange. Nein. Mit Trophy 9, ne? Schwertschild, Rüstung, Helm, Ring, Juwelen, Stab, Tiara, also Mukano und Pott. Ist der Pott? Ja, Pott. Okay. Also 9 plus. Da wurden 9 Iris-Items aufgeführt. Insgesamt. Ah, sehr gut, er hat Strong gefunden. Strong ist insofern okay, als dass es erstmal überhaupt ein Heal-Item, ein Heal-Zauber, also ein Heilzauber darstellt. Naja, Heilung ist immer gut, würde ich sagen. Das Miracle hinterher ist auch sehr schön, weil das das beste Heal-Item ist, was du im Spiel finden kannst. Im Deutschen wäre es der Heilsirup. Für mich war es ziemlich kompliziert, als ich AC den Run angefangen habe zu lernen.
Ich kannte Lufia noch aus der Kindheit. Und in der Kindheit habe ich die deutsche PAL-Version gespielt mit 50 Hertz. So. Und jetzt alle Begrifflichkeiten, die ich aus meiner Kindheit kannte, dann ins Englische rüberzubringen, war für mich echt eine Aufgabe. So, warum er jetzt die X-Men da kaputt klatscht, ist mir gerade schleierhaft. Weil der hat sich gerade durch die Waschmaschine gejagt, jagen lassen, aka Vortex. Da fliegt Maxim um. Der wird jetzt keine EP kriegen. Was vielleicht nicht ganz so clever war. Ja, Bam hat's gemacht. Auf dem Floor allerdings. Ja, hat geklatscht, zweimal. Ja. Boah, wenig hau dich. Fighting some enemies because like starting with floor 33. Okay, I got the first. Ich schätze mal, er geht hier Marathon safe und versucht einfach ein bisschen EP reinzuholen, als dass er nicht gleich bei der nächsten Runde liegt. Hat er ja vorhin schon gesagt, dass er Marathon safe und deshalb ein paar Kisten mitnimmt. Okay, macht auch Sinn. Ist zwar langsamer, aber dafür auf der sicheren Seite. Und ich muss sagen, bin ich ja direkt, ich habe mich kommentiert, war scheiße. Ich meine, du darfst das sagen, du saßt daneben, du Vogel. Ja, Zatox, schreibt irgendwas Gemeines, alles klar. Nee, die schreiben im Mainstream-Chatting Blödsinn. Ja, hat er gerade gesagt, Zatox posting naughty messages. Muss ich mal in den Chat gucken. Yeah, I'm gonna level up some more. Die meme da schon wieder rum. Right now, so level up some more. Als nächstes, wenn man jetzt in die Marathon safe spielen würde, wird man Richtung Etage 31 rushen. Da findet man die nächsten Cores, die blauen Cores. Die statt Ein roter Chor bringt 1111 EXP. Ein blauer Chor bringt 11.111 EXP. Ein grüner Chor natürlich umso mehr und so weiter und so fort. Immer ein 1 dran. Im Übrigen, zu diesem Spiel gibt es auch eine Story-DLC. Wird von AC-Runnern bloß nicht so viel gespielt. Also im Grunde genommen ist die Ahnhöhle ein kleiner Teil des ganzen Spiels. Nur spielt man den als Runner irgendwie dutzendmal mehr als das Story-DLC, also das ganze andere Spiel drumherum. Ich habe ja gehört, deine Lieblingskategorie ist ja immer noch Gardes Percent. Oh, hör auf, ey! Du mir auch. Auf jeder Traum noch erster. Nee, ab jeder, in jeder Ebene. Also, die können auch schon auf Floor 1 droppen. Hat die auch schon. Aber ich bin jetzt. Weil mich dezent Fappel geführt. Mirror kannst du nichts machen. Nicht viel. Bevor du Mirror kannst, dass es Sinn macht, liegst du. That's bad. No, they can only walk like in cardinal directions. No. Ich sag Bambu, wie wir gerade sagen, guckt sich noch ein bisschen um, macht ein bisschen Sightseeing und geht dann weiter. Wenn ich noch irgendwas findet, was ihm nützt, was ihm bringt, weil bisher sieht es echt duster aus. Aber wir haben ja noch 74 Etagen vor uns, also. Wie man an diesen Gift-Mod drankommt, folgendermaßen. Man spielt das Spiel einmal durch. Auf normal.
Dann, wenn man ein neues Spiel anfangen will, hat man oben über den Speicherplätzen hat man dann die Option, im Englischen ist es Rerun, ich glaube im Deutschen ist es Retry. Mhm, richtig, Retry. Und spielt das Spiel dann nochmal durch, allerdings hat der Retry-Mode viermal mehr XP, sprich es geht alles einige schneller. Hat man beides fertig, also auf beiden Spielständen die Höllenfürsten besiegt und die super traurige Cutscene gesehen. Das spoilere ich nicht. Dann kriegt man oben den Gift-Mode und der führt halt zu dem Run-Mode, den wir hier benutzen. Weil du fängst in Groberia an und hast halt im Café alle Charaktere stehen, die du mitnehmen willst. Und sonst könntest du Deka und Arti zum Beispiel nicht gleichzeitig in einer Party haben. Das würde storytechnisch nicht funktionieren. Weil Deka vorher stirbt. Bevor Arti ins Boot kommt. Hallo Dingsbums. We'll see. You know, I'm not too much about statistics and whatnot. No. Yeah, I'm actually tempted. So, der Löwe wird in einen Lionfang fallen lassen, nur der Löwe möchte nicht so, wie er das möchte. Oder ignoriert den Löwen noch vollkommen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was Babu jetzt genau machen will. Weil das ist jetzt Präferenz von ihm, wo er denkt, wo er gut mit dabei ist. Dementsprechend kann, wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, er würde sich den Löwen schnappen, als dass er den Löwenjuwel kriegt. Weil das hat auch eine Zornattacke, wo du zweimal härter mit zuschlägst. Oh, diese blöden Kraken da, ne? Das Movement der Kraken ist an sich deswegen interessant, weil sobald du eine Tür öffnest und die Krake läuft und die Krake wieder zurück an die Tür kommt, kreiselt sie vor der Tür rum. So wie die da unten gerade. Ah, probier das ein bisschen. Das ist Providence, das ist das Item, was ich vorhin bei Providence Percent erwähnte. Das kann ab Level 21 spawnen. Naja, wir sind mittlerweile schon um einiges tiefer. Das heißt, ja, spawnen es halt jetzt erst. Aber mal zum Thema Gegner kreiseln. Ich habe da mal jemanden gesehen, der Lufia im Stream gespielt hat, mit aller Gewalt zum Gegner erschlagen wollte, dem keine Ahnung, wie lange hinterher gelaufen ist. Ich kenne jetzt keinen Namen. Sah aber schön aus. Ja. Ja, sah schön aus, hat bloß nichts gebracht. Richtig, aber es war herrlich. Nah, you see they're not too strong, I guess. At least not on Decker. Maybe Decker has like some chest. Some armor. Ja, wie gesagt, wir suchen bestimmte Items. Das eine, was sehr schön wäre, ist die Gardesklinge. Ich nehm jetzt die englischen Namen, ich habe die deutschen nicht mehr ganz im Sinn. Gates Blade, Deka Blade, also das Deka Schwert. Fury, den Zauber, der unseren Angriff erhöht. Jetzt Deadly Rod ist nett. Was auch nett wäre ein Deadly Sword mit einem weiteren Curse Lifter. Weil das Deadly Sword ein Achtel der HP runterzieht. Mit einem Schlag. Das hier ist blöd, dass die Gegner direkt vor der Tür hocken. Weil gerade die... Oh nein. Oh, die. Die nerven. Die Viecher nerven. Einfach nur. Und zwar... Arti ist in der englischen Version männlich, ne? Ja. Oh, auch etwas, was ich erzählen kann. Ich kann auch so viel erzählen. Arti ist im Japanischen männlich, im Nordamerikanischen männlich, im Deutschen weiblich. Im Guide wird Arti, also im Deutschen dann Atea, als Elfin betitelt. Warum? Weiß der Geier. Keine Ahnung, was ich die Übersetzer lasse. Ich meine, für mich ist Arti geschlechtslos, weil ich würde es weder männlich noch weiblich nennen.
Mir auch egal, Hauptsache der Archie zaubert. Und das ist gut. Und Archie sticht Drachen tot. Bark ist gut, das ist einer der Low-Level-Zauber, also Tier-1-Zauber, Angriffszauber, die wir für die Cores benutzen können. Wenn wir nochmal welche finden. Wenn wir nochmal welche finden. Wegen der Frauenquote? Hast du dir mal Sela angeguckt? Wie die rockt? Über Tier reden. Sela wäre eher so ein Mannsweib, oder? Ey! Jetzt gegen Sela! Tier ist viel tolliger. Hallo? Tier kann ich kämpfen, kann ich kochen. Was kann die überhaupt? Wegheilen und schnell sein, ja. Beim Thema kann ich kochen, könnte ich jetzt mal gemein sein, aber ich lasse es lieber. Ich möchte ein bisschen weiterleben. Jetzt, ich wollte nämlich auch gerade fragen, ob sich der Mainstream gerade komplett weggegangen hat. Nee, komm. Ich habe mal einfach nur auf Viaplay gedrückt, dann ging es wieder. Oder auch nicht. Nee. Bei mir kommen wir. Nö. Nö. Wir nö. Haben. Nö. Mainstream. Mainstream Rap. Ich hab erst gedacht, es wäre bei mir. Nee. Ripstream, der Mainstream sagt auch gerade. Wir haben einem noch Yuki vor Ort. Soll Yuki dann mal auf den Server kloppen? Ich komm wieder und höre Kitty brüllen, nichts gegen Seeland, darf ich stolz sein auf Mauli. Ja, nee, da, Zorgo, du kannst machen, was du willst, kannst refreshen. Bamboo, das tut mir leid. Das tut mir echt leid. Wie viel haben wir jetzt eingeblendet? Ich meine, durch Marathon Safe Road wäre es eh keine PB geworden, aber ich find's trotzdem scheiße für dich. Es tut mir echt leid. Ja, du kannst doch deine Worte vorhin waren noch AC, kann ich auch blind kommentieren. So, Bamboo wird jetzt weiter runterlaufen. Und die Jelly killen. Ende. Das ist dann die schnelle Version davon. Alles klar. Ja, wir können gerade nur das Beste draus machen und hoffen, dass Twitch. Nein, Planile, ich bin immer schuld und stolz drauf. Dass Twitch das möglichst schnell mal wieder in einer. Das Kabel war im Weg beim Buddeln, muss ich durch. Hi. Hi. Das Problem liegt nicht an uns. Ja, das, so weit sind wir schon. Ja. Haben auch gerade schon kommunizieren, dass der Mainstream tot ist. Es tut sich gerade noch was. Wo kann sagen, bei mir tut sich oder auch nicht? Kann ich mich entscheiden? Nee. Bist du offline gegangen bei mir? Sind sie bei dir offline? Bei mir ist der Mainstream offline, ja. Irgendwas hat gerade den Stream echt hart gerippt. Wahrscheinlich wieder in seinem hübschen Kleidchen. Nee. Wir haben vorhin schon ein bisschen Probleme gehabt. Echt? Ja, okay. Zwischendurch hier Frame Drops. Ja gut, Frame Drops sind ja nicht so schlimm wie jetzt ein kompletter. Aber ich werde mal die Gelegenheit nutzen, mal kurz wohin. Okay. Das ist ja blöd. Ey, ohne Scheiß beim Bullis, tut mir jetzt echt leid. Ich würde gerne weiter kommentieren, aber. Kannst du, Kitty? Ja, wie gesagt, er wird jetzt weiterlaufen. Er wird jetzt gucken, dass er halt in den Kisten irgendwas findet, wo er mit glücklich wird. Unter anderem ein Deckerblade oder ein Goddessblade oder halt ein Waterjuwel wäre auch noch interessant. Oder die pausieren das. Pausieren? Okay. Oh, bei mir passt was. Ja. Timer lief aber weiter. Ja, muss ich gucken, haben die auch Bild? Haben die. Zartox ist aufgestanden. Interessant. Gut, dann bin ich wieder unten. Ich hab den Stream im Auge. Später dann. Ja. User left your channel. So. Bamboo, es tut mir echt leid, ne? Jo.
Der holt dir wieder ein neues Glas Bier, Emil Somat. Unsere Charaktere hier haben hier Level 16, das ist... Ach du Scheiße. Es ist ein bisschen unglücklich, weil hier hast du ein Monsterhaus, also ein Raum, wo ganz viele Monster drin sind, aber auch ganz viele Truhen. Und genau da drin ist ein Chor. Das willst du nicht. Du willst am besten einen Chor alleine stehen haben, als dass du auch nur den angreifen musst. Ja. Blöd gelaufen. Er sieht auch nicht gerade glücklich aus darüber. Weil diese Gnome fressen halt gerade auch nur wieder Zeit. Das ist auch der Grund, also grundsätzlich setzt man das Estimate ungefähr auf 2 Stunden an. Weil man sagt, so ungefähr in 2 Stunden sollte man auch mit Marathon safe und so weiter. Wo hat der Champion Wallow her? Ist ja übel. Sollte man, in 2 Stunden sollte man es wohl hinkriegen. Das geht schon. Und Zorgo darf den Ton anmachen. Das wäre super. Ja, Champion, also er hat jetzt Champion Waller noch gefunden. Champion ist auch ist ein Heal-Zauber, genauso wie Valor. Nur Valor hat noch die Zusatzoption zu wiederzubeleben. Ähnlich wie im Deutschen wäre es Helfer, im Englischen ist es Rally. Rally hilft wie ein Heilwasser. Nein, Quatsch. Heiltrank. So wie ein, wie Valor dann wie Heilsirup ist, genau. Ist ja schrecklich, ja. Wieder. Wie wem? Also ich persönlich, also das Kapselmonster, es gibt Präferenzen vom Runner selber, letzten Endes. Er rennt jetzt mit Sully, also dem Erdkapselmonster rum. Ich persönlich hätte Sully schon auf Tier 2 gebracht, weil auf Tier 2 lernt Sully auch eine Deadly Attack, wo die Gegner one-shotten kann. Oh, Monsterhaus. Monsterhaus mit einem Chord drin. Hat er wenigstens gekriegt? Oder ins nächste. Und direkt ins nächste. Ja, bedankt sich auch beim Spiel, kann ich nicht. Er hat 2 Chords drin. Unten rechts hast du noch Chord. Jetzt haben wir bis auf Rally auch alle Heil-Items zusammen. Wird also kein Voltus Run. Zur Erklärung, Voltus Run beim letzten AC-Turnier. Ist keiner geblieben? Nee, keine Ahnung. Beim letzten AC-Turnier hat Voltus einer der Runden gespielt, ohne überhaupt ein High-Item zu finden. Hat dafür aber dann nach laut Punktetabelle aber auch Punkte gekriegt dann dafür, dass er kein High-Item benutzt oder gefunden hat. Oh, noch ein Chor. Noch ein Chor. Es sind gleich 4er. Oh, einer bleibt. Ja, gucke. Oh, einer? Ja, einer. Einer, ja. Aber ich glaube, er ist immer zufrieden damit. Ja, das sind halt mal eben 11k Erfahrungen. Die kannst du immer brauchen. Das ist ein Level-Up. Ja, englische Runner nennen diesen Raum mit vielen Kisten und vielen Monstern Monsterhaus. Ich habe früher als Kind Monster Munch dazu gesagt. Einfach weil Kisten und Monster reingemuncht. In meiner Welt hat das Sinn gemacht, frag nicht. Dinger sind vor allem die Hölle, wenn man mal AC 100% runnen möchte. Hängst da ewig und 3 Jahre. Die Schreischlotten können eklig sein. Das sind im Englischen sind es Crow Kelps. Schreischlotten. Okay. Auf jeden Fall, die können 2 Mal angreifen. Das ist auch eklig. Sind so viele Gegner. Oh Gott. Die sind eklig.
Wenn ich da die Dinge sehe, da hinten, die Sirene, weil jetzt kriege ich schon wieder Flashback. Jeremia. Jeremia hat, ich weiß nicht warum, erzähl doch du mal eben, warum du da Flashbacks kriegst. Nein, will ich nicht nochmal. Oh, guck mal, ich finde die Deadly Word. Einfach alle auf Arti packen und dann passt das. Ja. Hat doch hier Gliedmaßen. Nee, den Herren auch mal endlich meinen Stab in der Hand drücken, Mann. Ich sag jetzt mal nichts. Ah, kam also an, gut. Das hast du gesagt. Schön, nein. Zurück zum Thema. Ich muss mich an mein Zitat erinnern wegen gerade. Das hat aber auch genervt. Dazu kommen wir dann auch gleich im nächsten Run. Ja, leider. Wir sitzen hier heute noch ein bisschen. Ja, ja, ich hab Zeit. Und du? Ich hab nichts anderes vor. Das ist das Problem. So. Ich hab Zebra, ich hab immer Zeit. Es kommt mir nicht so, du. Du wolltest es auch noch lernen. Ja, wollte. Da war ich überhaupt betrunken oder so. Unter anderen Einflüssen, keine Ahnung. Wie Schrödingers Katze, totlebendig und 118 andere Aggregatzustände? Ja, richtig. Ah, ja. Oh, das ist blöd. Also, die Mumie kann da manipulieren, die Vampire, die teleportieren sich. Man kann zwar ahnen, dann, wo sie sind, indem du einen Schritt, bevor sie dann an der teleportierten Position stehen, einen Lichtblitz erscheinen lassen. Du siehst also, wo sie sich hin teleportieren. Aber das kannst du nicht manipulieren, das machen die so, wie sie gerade lustig sind. So, das Problem bei der Krabbe hier unten jedoch ist, dass die kommt immer auf dich zu und in so engen Räumen hast du einfach keine Chance auszuweichen. Krabben aber wird er jetzt deswegen besiegen, weil die geben einen Krabbenstein. Können einen Krabbenstein fallen lassen. Hat auch wieder die Zornattacke, wo zweimal oder dreimal, ich meine es ist dreimal, härter zuschlagen lässt. Hier noch ein Smogball, also ein Nebelball, lässt uns aus Kämpfen flüchten. Kann hilfreich sein, wenn wir in irgendwas reinrasseln, wo wir nicht reinrasseln wollen. Dass wir dann mit dem Item dann sicher rauskommen. Nur für zwei Nixen. Ja, das waren die Sänger. Ja. Und die können dich ganz böse im Kampf. Die können dich permanent voll singen, du machst gar nichts mehr. Ja. Ist RC nämlich mal passiert. he got tralalat. Ist mir auch schon passiert. Macht Spaß. Und zwar folgendermaßen: Wenn die die Sirenen. Oh, Fry, nicht schlecht. Sehr guter Zauber für Arty. Wenn die da zu dritt stehen und anfangen zu tralalan und du kommst aus diesem Stunlock einfach nicht mehr raus. So, was Bambu hier gemacht hat mit dem Assassin, also mit der ersten Form von Ninjas, er hat sich in die Tür gestellt, hat gewartet, bis die rankommen. Das Problem bei den Ninjas ist nämlich folgendermaßen, wenn du dich bewegst, machen die zwei Schritt. Sprich, die sind immer schneller wie du. Was du hier versuchst, ist, dass du dich in die Tür reinstellst, so dass die mit dem Gesicht von dir weggucken. Das heißt, dass sie schräg zu dir stellen. Dass du sie von der Seite angreifst. Weil dann hast du eine 50%ige Chance, einen. Wie nennt man das? Einen Erstschlag zu bekommen. Das wollte ich sagen. So. Allerdings sind diese Ninjas absolute Arschgeigen, weil wie ihr gesehen habt, ein Terminal Blow, wenn der trifft, dann ist es ähnlich so, als würde Arty mit seiner Waffe zuhauen und One-Hit Kill. Ja. Ich muss aber in den Chat lachen, Entschuldigung. Ja, die haben gerade Spaß. Den German Shit. Den Popcorn. Ne, die haben auch im Main-Chat haben die gerade Spaß. Den habe ich nicht auch, weil es zu viele Chats, dann bin ich verwirrt. Dann laufe ich auch so im Kreis wie die Kraken, weißt du?
Okay. Nee, das willst du nicht. Hau bloß ab. Jetzt meine 41 bis 43, meine ich, sind jetzt die Green Cores. Müsste ich allerdings mal. Ich will jetzt gerade was Schappel, Shepard nicht wundern, weil ich guck gerade noch mal einen Spickzettel. Ja, die Katze hat Spickzettel für alles. Ja, hab ich. Definitiv. Genauso nennt man das dann, ja. Wie nennt man das? Nein, wenn ich Straße, ob man das für mich dann Krakenwand nennt, wenn ich einen Kreis laufe. Also ähnlich. Das Problem ist, weißt du, ich brauche diesen Zettel vielleicht zweimal mehr. Ich habe ihn eigentlich sonst immer auf dem Schreibtisch liegen. Jetzt, wo ich ihn brauche, natürlich nicht. Schlecht vorbereitet, Madame, schlecht vorbereitet. Ich sag 41 bis 43 Green Cores. So viel zu, ich kann sie auch blind kommentieren. Aber nicht mehr, bis wo die Kerne rumlaufen. Mach du es besser. Ich darf wissen. Nein, darfst du nicht. So wie du jetzt darfst, darf wissen, das nicht, nicht mehr. So, nee, Das hat mich selbst gekillt. Ich hab's selbst probiert. Siehst du, darfst du nicht. Ende. die Samurai sind auch nicht gerade ungefährlich. Die können ganz schön hart zuhauen. Kommen meistens auch in Dreier-Trupps, was es nicht minder gefährlich macht. Ich mag ja auch die komischen Zauberer, die dich mit Fokus angreifen. Dark Summoners? Ja, die sind auch toll. Ja, die machen Spaß, weil die keinen Spaß machen. Oder die Todesrüstungen. Oh, lese ich gerade YOLO im Chat? Oh, wird jetzt. Muss ich jetzt meinen Staub runterpusten? Hust, was gefallen. Ja, gefühlt wahrscheinlich so. Ja, da waren sie doch gerade. Sieht aus, wie ich auf die Treppe gestellt. War ein gemeines Vieh. Kannst du mal reinhorchen, ob er jetzt YOLO gehen will? Ich höre den Ton an, aber. Wäre jetzt interessant, weil das wird das Kommentar etwas umstellen. Aber nicht raus, oder, ob er YOLO gehen möchte. Überlegt, okay. Which is really important for the final fight when we're fighting the Jelly, because the Jelly is gonna have 10.000 HP. We're gonna have 3 turns to. Ne, Arti hat heute keinen guten Tag. Normalerweise hittet er besser. Lotus, ich werde diese Höhle niemals in der 12-Stunden-Challenge lernen. Nein. Especially like we said before, the Decker Blade, his Akari attack. Immer hat halt besseres anfangen. Wow, that was a nice. Zum Beispiel mit Hammer auf den C kloppen oder so. Oder Secret of Mana lernen. Ja, nein, auch nicht, danke. Habe ich schon die Hammer auf C-Kloppen Aktivität erwähnt? Ja, nee. Aber Kitty, Angebot. Ich lerne Secret of Mana, wann, wenn du nochmal geiles bisschen lernst. Keine 20 Pferde bringen mich zurück zu geiles bisschen. Verstehe ich aber nicht. Nee, du hast die Man-Ups gesehen, die waren total bescheuert. Was wir hier versuchen, ist die Hydra wegzubringen, weil die Hydra, die tut weh. Also die tut nicht nur ein bisschen weh, die tut richtig weh, weil die mehrfach angreifen kann. Mehrere Treffen, ne? Oder? Waren die mehrere Angriffe? Mehrere Angriffe. Tut weh. Don't do it. Does not have like too many tracks, or is it just like the thought? Okay, 12 Stunden Stream, wie Molly sich auf den Zehen kloppt, finde ich gut. Man möchte doch gerade helfen, oder? Nee, da sagt er Blood for Bloody. Ja, du würdest doch gerade dabei helfen wollen, ich kenne dich doch. Boah, den Hammer aussuchen wahrscheinlich. Ja. Ich suche den Hammer aus und es wird ein Vorschlaghammer. Ein Vorschlag. die Minotauren hier. Auch wieder für einen Edelstein, den wir hier kriegen können. Wenn sie denn mal nett sind, aber ich glaube nicht dran. Ach, Ardi!
Jetzt treff doch mal. Ati ist pazifistisch heute. Irgendwie will das nicht so richtig. Wisst ihr? Blood for Bloody kennt ihr auch schon, ne? Mhm. Aber ich habe Angst, hat die Katze ein bisschen schielen in Guana zwischen ihrem Kopf oder so. Na, kein Problem. Ich bin ja übrigens immer noch dafür, dass Bamboo endlich die ACCD, also die AC-CD rausbringt, weil der Mann kann singen. Der Mann kann gut singen. Und von daher möchte ich immer noch eine AC-CD von dem Mann. Wo er für Waffen erfindet. Die drei Waffen sind totaler Trash. Na, jetzt sagt er, er will gerade die Green Cross. Oh. Jetzt muss er die Green Cross suchen, weil sonst kriegt er langsam ein Problem. Da ist ein Pack. Aber jetzt so langsam wird's interessant. Drei Green, ein Blue. Und alle ab, hör dich drauf. Ja. Alle weg. Quick fight, right? Speed strats. Speed strats on fighting the green course. Hey. Bamboo, so langsam. Firebird ist im Deutschen Phönix. Den hast du damals so schön imitiert. Mach's doch nochmal. Oh, Fatal Pig. Ist gegenüber der Deadly Rod schlechter. Weil die Fatal Pig hat keine gescheite Zornattacke. Und kann auch wieder nur von Arty getragen werden. Also kannst du einen Curse Lifter nehmen? Zeig her. Hey. Oh. Der Grüne und der Blaue bleiben, oh. Ja, super. So, zack, weg da mit 400. Was war das? 44.444? Ja, ne? Denke, ich hab mich nicht drauf geachtet. No. Das waren ein paar Levelchen. Das waren ein paar Level up. Und das hilft uns definitiv jetzt weiter. Weil wir finden gerade echt keine Items. Das ist richtig mies. Blumen rennen auch schon im Kreis. Ja, die Blumen, die haben das Pattern, dass sie im Kreis laufen, ähnlich wie die Kraken. Oder wie genau wie die Kraken. So. Wenn sie an die Tür kommen, oder was? Ja. Die Blumen hier sind auch nicht gerade nett. Wären zwar jetzt mit Phoenix nicht so das Problem, aber... Er muss jetzt gucken, dass er richtig steht, dass er an den Viechern vorbeikommt, kommt vorbei, weil er weiß, wie er stehen muss. Geht die Treppe von unten rein, sehr gut, weiter geht's. Ich hätte beinahe geschrien, wenn er jetzt von Seite reingegangen wäre. Hätte ich angefangen zu schreien. Da steht ein Ninja. Oh, ne, ich woanders hin. Ja. Das ist ja schöner an der C. Du kannst manchmal mehrere Wege gehen. Er schlägt jetzt mit dem Schwert ein paar Mal, um zu gucken, ob Ninja im Raum ist. Ist nicht. Weil die rennen immer auf dich zu. Sobald du den Raum betrittst, rennen die Viecher auf dich zu. Ja, wenn sie dich ja mögen. Ja, die wollen im Spiel ja nur knuddeln. Das Problem ist, das tut mir weh. Das tut mir weh. Ach, Quatsch. So. Da ist eine richtige Blue Chest, also keine Mimic. Bamboo, das war nicht gerade clever. Weil du bist gegen den Strauch gelaufen und hast ihn nicht zerschnitten. So, jetzt muss er hochheilen, weil sonst geht ihm Guy langsam flöten. Und die Schlange mag ihn einfach sehr. Ach, ist Airwhip. Bringt uns nichts. Airwhip ist eine Waffe für die Frauen, also für Sinner und für Tier. Hätte auch im Deutschen für Tier, für Arty. Deutschen auch für Arty? Ja, so eine Waffe für die Frauen. Im Deutschen ist Arty eine Frau. Nee, witzigerweise, obwohl Arty als Frau im Deutschen gezählt wird, gilt aber das amerikanische Prinzip. Sprich, alles das, was Arty im Amerikanischen tragen kann, kann Arty auch nur im Deutschen tragen. Das wurde nicht bearbeitet. Wow. Diese konsequente Handeln ist ja... But I'd say the most important weapon is noch ein Revive-Item. Miracles kannst du fast nicht genug haben. Sei es nur, dass du da deine MP mit auflädst. Was zur Verschwendung ist, hoch 10. Aber wenn du nichts anderes hast, nimmst du das. Ja, genau so.
AC-Runner. Oi, Shadowkiller. Im Main-Chat. Auch einer, der für die AC-Community sehr viel getan hat. Ding ist, dass AC-Runner lernen Movement Patterns. Das bedeutet, die wissen ganz genau, wie hier unser Bambu auch, wie die Gegner laufen, wo sie langlaufen, was sie tun, wie der nächste Schritt aussieht. Um notfalls NRW halt einen Hinterhalt, also eine Back-Attack zu initiieren. Oder eben eben nicht in den Encounter reinzulaufen. Wie beim Wugal aufs Spiel einredet. Items, Game, Items. Ich kann ihn verstehen, weil er kriegt gerade nichts. Also wirklich nichts. Ja, toll, das bringt ihm gerade auch nichts. Das sind hier zwei Wasserspell. Das hilft ihm nicht. Selbst wenn es Drache, also Dragon, also Tier 3 Wasser gewesen wäre, hätte ihn nicht gebracht. Die Viecher hier sind die Vorstufe vom Böse. Im Deutschen sind es Eisenechsen? Eisenprinzen? Ich glaube, es waren Eisenprinzen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich habe das Spiel ein paar Mal durchgespielt, aber ich merke mir die Gegner nicht. Ja. Und die nächste Form wären Salamander. Und Salamander casten Phönix und sind meistens schneller als du. Man könnte meinen, das ist ein kleines Problem. Ach Quatsch. Das ist schon ein bisschen. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Optionen. Option zu sterben hast du immer, das ist richtig. wie ihr merkt, je tiefer wir die Höhle runterkommen, desto böser werden die Viecher. Also so stärker werden sie auch. Ich meine, klar, macht irgendwo Sinn, dass wenn man weiter in dem Spiel... Oh nein! Oh, ein ja. Schöner Raum, schöne Kühlkisten. Das war jetzt ein bisschen... Rip? Ist das ein Rip? Nee, das kommt raus. Ist raus, okay. Oder? Ist er nicht raus? Okay. Er ist raus, zwei Leben noch. Das Problem an den Eisengolems ist nämlich, sobald die dich sehen, also... Ja, facen. In dem Moment... Hast du noch einen Schritt Zeit und dann rennen die drei Schritte? Ich glaube, es waren drei Schritte. Und wie wir gesehen haben, nicht schön. Und rennen dir dann hinterher. Ungeil. Willst du nicht. Und wenn Arti heute mal nochmal treffen würde, wäre das auch nochmal was Schönes. Aber nein! Arti macht es nur spannend, weißt du doch. Aha. Ja, klar. Das war noch nicht knapp, da war noch nicht knapp genug. Die Menge will Blut sehen. Schönes Berg gefunden. Ist das Kleid für Decker? Nee, stimmt, Magic Bikini haben wir noch nicht gesehen. Ja. Magic Bikini für Decker. No, der Raum ist so ätzend. Der Raum ist... Oh, hat jetzt oh. Puh. Also mich würde nicht wundern, wenn er in dem Raum mit Rip geht irgendwie, weil... Das Problem bei der Sache ist halt... Er muss jetzt mit dem nächsten Schritt runter, weil sonst hat er den Eisengolem hinten am Hintern kleben. Hinten am Hintern, nicht vorne? Nee, hinten am Hintern. Wir müssen jetzt einen Schritt runter gehen, dann kommt der Eisengolem hinterher. Genau, zickzack hochlaufen. Da oben steht der Geigol, aber der ist nicht ganz so schlimm. Okay, was machst du jetzt? Und warum? Jetzt noch den Iron Golem outplayen. Na, drei Stück, ne? Vier. Vier sind's. Einen Witter jetzt. Okay. Ja, dachte ich mir, ein Encounter Witter reinlaufen. Iron Kick leer gekriegt. Iron Kick tut weh. Kann aber flüchten. Er kann sich noch mit den Dutzend Healing Spells wieder hochheilen und weiter geht die Reise. Das war ein beschissener Raum.
Das möchte man als RC-Runner nicht sehen. Wenn der Rap geht, dann gibt der Gitter Rap. Dann schätze ich mal, jetzt in dem Moment wird er wahrscheinlich sagen, wisst ihr was, pack mal an der Füße. Ja, da kannst du dir eigentlich nur nach Mercy killen, wenn nochmal anfangen, auf dem Ebene, ich weiß nicht. Er könnte nochmal dann Providence Percent zeigen, was er wahrscheinlich dann auch tun wird. Runter auf Speedball, meinst du? Stairs Percent. Weil die Kategorie einfach kürzer ist. Und der könnte ein paar Versuche machen, um seine Zeit noch zu füllen. Ey, hör mir auf mit den Gold Golems. Es geht also, wie gesagt, es wird jetzt immer heftiger von den Viechern her. Oh, die Vampire. Die Vampire teleportieren sich und die Viecher... Weil ich ja mal interessant finde, diese teleportierenden Gegner, dass wir sie auch aus dem Raum raus teleportieren können, durch die Tür durch, wenn die offen ist. So, das Vieh, was ihr da seht, ist im Deutschen ein Unhold. Dieser Unhold ist böse und ist in einer späteren Form sehr tödlich. So, hier habt ihr einen Hadeswagen oder zwei hier gleich davon. Hadeswagen können sich nur von links nach rechts bewegen. Und das Problem bei den Hadeswagen jedoch ist, sie können sich nur von links nach rechts bewegen. Das bedeutet, wenn ihr so einen Gang habt wie jetzt hier gerade, habt ihr ständig einen Encounter. Und in dem Fall noch das Problem, dass die Treppe auf gleicher Höhe ist. Du kannst ihn zwar weglocken, aber es ist halt trotzdem eklig. Ah, da sagt man gerade schon aus zu Assi wegen der Siren. Ja, wie ich vorhin erwähnte, Assi ist das mit dem Tralala passiert, dass er einfach von den Sirenen gestunlockt worden ist und vernichtet worden ist, weil die Sirenen ihn einfach getralalaut haben. Was klasse, liebe Siren, erstmal Shoutout an Assi. Nicht doch. Ja. Ich hätte mich wundert mich, dass das jetzt erst kommt übrigens. Ich hätte vermutet, dass RC das deutlich häufiger gefallen wäre, weil er hat da schon so manche Dinge gedreht, sagen wir so. Aber du hast auch gesagt, es kann auch vorkommen, dass man RC nicht, also die Höhle nicht durchspielen kann, weil es eben ohne Treppe gibt, ne? Oh, das ist ganz beschissen, das Ding mit den Ebenen ohne Treppen. Das kommt selten vor. Es kommt vor, und zwar generiert, also wenn ich es richtig verstanden habe. Es gab eine Diskussion im Runner-Discord darüber. Ich habe mir das nicht ganz durchgelesen. Und zwar, dass das Spiel praktisch die Ebene oder den Raum, wo die Treppe sein sollte, nicht fertig generiert. Sprich, einfach aufhört. Weil, warum auch immer. So. Und es deswegen auch Floors durchaus ohne Treppe geben kann. Du bist doch jetzt nicht. Was machst du? Ich glaube, wir will den Gorgonrock haben. Hydra Rock. Das sind Sea Hydras, die geben Hydra Rock. Und die hauen die ganze Gruppe. Wenn er es jetzt nicht schnell genug schafft. Das ist ganz schön. Und vor allen Dingen, er hat keine Eiszauber. Die Viecher, also die Hydrawas sind gegen Eiszauber. Ja, ich habe von Gorgonrock erwähnt, deswegen. Gorgonrock kriegst du von den Minotauren später. Er versucht es jetzt mit Fry, was ein Lichtzauber ist. Kann reichen, ja, gerade so. Ich muss gerade echt gucken, was er. Oh nein! Jetzt hat das Vieh ihm wirklich zwei von seinen Leuten ins Schlaf gesetzt. Echt, das ist super, super, super unglücklich. Konnte aber fliehen, okay. Wie gesagt, wir möchten hier von der Hydra den Hydra Rock haben. Weil mit dem Hydra Rock schlägst du achtmal zu. Das ist praktisch. Vor allen Dingen, wenn du dann beim Jelly stehst und mit Furie
dann deine Angriffskraft nochmal steigern kannst und dann achtmal zuschlägst, das möchtest du. Na, Arti trifft mal. Mein Gott. Sache, Arti macht spannend. Für die Menge, die wollen gut sehen. Hat der richtig bitter, wenn ich hier auf Ebene 97 oder so rübgehen. Hör mal auf, Magus BR Run ist ein Yodo Run. Das bedeutet, er ist wirklich nur die Kisten die Etagen runtergerast und hat auf der letzten oder vorletzten Ebene, ich glaube, Gardas oder Deckerblade, ich bin mir nicht sicher, gefunden, was den Run gerettet hat. Also in dieser Höhle ist echt alles möglich. Oder sehr viel möglich, sag ich mal. Das Deckerblade zum Beispiel findest du ab Ebene 15. Beim Gatesblade kann Feuer erscheinen, weil es eine blaue Truhe ist. Ja. Hast du eigentlich schon einen Curse-Lifter gefunden? Nein, kein Curse-Lifter bisher. Das geht langsam Richtung I. Richtung, nein, das möchtest du nicht. Und also Richtung I, noch nicht I geht, ja. Zum Igitt wird das auf Level 70, ab Stufe 70, dann wird es zum Igitt. Weil wenn du dann nicht ordentliches Equip machst, dann stehst du da wie Ochse vom Berg. Ich meine, er hat jetzt genug Messer und so, ne? Das soll man nicht so anstellen. muss gerade gucken, was er tut. Oha. Oh nein. Also Monster Houses möchtest du nicht sehen. Man weiß, wer soll die Treppe da drin haben. Ey, wenn, ohne Scheiß, RIP. Ich hoffe mal nicht. Doch, sieht stark danach aus. Sieht sehr stark danach aus, dass die Treppe da irgendwo mittendrin ist. Das heißt also, er muss jetzt in den Raum langsam rein, muss gucken, ob er die Treppe ohne viele Kämpfe erreichen kann. Ansonsten stecken wir hier die nächsten 5 Minuten fest. Weil der Schick. Ja, bringt uns noch nichts. Ach, übrigens, was das Erdkapselmonster angeht. Ah ja, übrigens, die Vieh heißen Kapselmonster. Das dieses fünfte Party-Member. In dem Fall ist ein Kapselmonster, könnt ihr euch wie ein Pokémon vorstellen. Erde, wie gesagt, in dem Fall ist deswegen interessant, als dass, wenn man später Sully auf Tier 4 bringt, eventuell sogar auf Tier 5, wenn die richtige Frucht fällt. Ich hab das nicht da drin, ist sehr schön. Oh. Das wäre jetzt ein schönes Gatesblade gewesen. Dark Mirror reflektiert Dunkelattacken, was auch schon okay ist, aber verflucht ist. Aber dadurch, du in der Cave sowieso wenig Schilde findest. Ist okay. Kann man mitnehmen. Er hat zwar jetzt Verteidigung, aber Angriff hat er immer noch nicht. Und er sieht gerade auch nicht. Er hat ja für Deadly Words, also. Und das ist das letzte Healing-Item. Also er hat jetzt alle Heal-Items, die es im Spiel gibt. Alle Heal-Zauber. Muss er meinen Zauber oder Item? Also. Ja, ein Monsterhaus mit 8 Cubes möchte man durchaus sehen. Das wäre so. Und alle bleiben. Und alle bleiben. Das wäre Craigasm. Das wäre schon fast unfair. Alles beim ersten Treffen zu besiegen. Es gibt eine eigene Kategorie dafür, Gates Percent. Ich habe sie probiert in der 12-Stunden-Challenge. Ich habe das Ding in die Ecke geworfen, weil die Manips, also die Manipulationen, die du durchführst, so dermaßen bescheuert sind. Entweder bin ich zu doof dazu, oder B, sie sind wirklich so bescheuert. Nur A gehört, aber nochmal, was war die zweite Option? Was, bitte? Ich habe nur A gehört, aber war die zweite Option oder gab es keinen? Nee, aber ich habe den Leuten damals mal angeguckt und so gedacht, oh Gott, was tut die sich da an? Ja, ich habe auch gedacht, es wäre einfacher. Verdammt, sprach der Hahn. Mhm. Aber jetzt hier trifft beides so, ja. Ah.
Ich finde, dass Bamboo immer wieder die Musik mitsummt. Ja, Bamboo ist ein sehr musikalischer Mensch. Der macht in der Richtung sehr viel, deswegen wundert es mich nicht. Ach ja, richtig, Kapselmonster, Erdkapselmonster. Du willst Sully auf Tier 4 bringen, weil Sully dann eine Attacke lernt, die sehr, sehr stark ist, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. GG. Es war nicht Headbutt. Jetzt muss ich nachsehen, es tut mir leid. Weil die was, Sully, das, war das Ding, was in der vorletzten Stufe zu dieser Osterinsel-Statue wird, ne? Ja, genau. Radieschen, dann kleiner Kämpfer, dann dritte Form vergesse ich immer, weil sie nicht relevant ist. Radieschen ist hier ein Dings, aber wie heißt das jetzt? Ein Rettich? Rettich, Radieschen. Was Bamboo hier übrigens macht, ist auch nicht gerade ungefährlich, weil die Heide-Hedoras sind nochmal gefährlicher als die Sea-Hedoras. Ich könnte wehtun. Was? Nee, mit Rettich. Ich muss ja an den Text denken. Das ist doch nicht. Ich muss jetzt nicht freitreten. Okay. Lass es. drei. Vier. Okay, they didn't kill any party members. Aber war knapp da. Ja. Das ist untere Kante gewesen. Und das ist der Hedora Rock, okay. Das heißt, wir haben schon mal eine Zornattacke, wo man achtmal mit zuschlägt. Was hinterher beim, wie gesagt, beim Jelly ziemlich gut ist. Hier haben wir No-Course. Und einer bleibt. Du Glückspilz. Wir Bamboo-Luck hier, ey. Gib wieder ein bisschen EP. Ganz klein wenig. Mhm. Guck mal bitte eben die Attacken von Sully Tier 4 nach. Jo, dann holen wir. Ja, just need a Decker Blade now, eigentlich schon. Dann ist das Ding eigentlich gelaufen. Sully, Lucia. Wenn ich die Attacke höre, dann sage ich dir, welche. Battle Anger müsste das sein. Ja. Der hat aber zwei Attacken, die alle Gegner treffen. Ne, in dem Fall willst du Battle Anger haben, weil es Battle Anger ist also stärker. Wenn dann noch Stormcrash halt, sucht auch alle. Ach, braucht kein Mensch. Und Stufe 5 hat er noch Battle Bow. Ist auch okay. Kann man nehmen. Aber du willst eigentlich Battle Anger haben. Jetzt spielt er schon hier mit den Hedoras rum. Du hast, Junge! Junge! Du hast doch. Oh, das ist ein Deadly Sword. Jetzt kommt es drauf an, ist es das Richtige? Weil es gibt zwei. Mach du zuerst, Entschuldigung. Zwei Arten von Deadly Swords. Im Deutschen unterscheiden die sich tatsächlich etwas, im Englischen nicht. Im Englischen siehst du nur, ob es richtig ist, ob das der Beschreibungstext zwei oder drei Zeilen hat, der mit zwei Zeilen. Ein ominous looking sword ist die richtige Beschreibung für das, was du haben willst. Weil wenn man das wieder mit einem Curse Lifter mit einem Curse Lifter exorziert? Denn hat es eine Zornattacke, wo du eben ein Achtel abziehen kannst. Was für Bloody fragt gerade, ob man die Kerne triggern kann, dass sie bleiben. Nein. Es wäre schön, wenn es ginge. Es wäre sehr, sehr, sehr schön. Nur, nein. Und was ich gerade sagen wollte, wie ein Deadly Sword, so, wie ich kein Bambus-Glück einschätze, ist das Falsche. Wäre halt eine nette Zusatzoption, aber ich würde die mir auch erst anlegen, wenn es gar nicht anders geht. Also, weil du verpasst sonst zum Beispiel die Möglichkeit, ein Old Sword anzulegen, wo die Zornattacke auch nochmal ein Teiler ist. Das möchtest du dir eigentlich nicht verbauen. Guck gerade generell, was er da hat. Oh, ich guck nach dem Schwert und? Deadly Sword? Ja, ist das Richtige.
Jetzt kann er sich's aussuchen. Also es ist ein Notfallplan, dass wenn die Monster zu krass werden, dass er sagen kann, okay, ich arbeite jetzt mit zwei Deadlies. Also dass er zweimal die Chance hat, halt ein Monster One-Hit zu killen. Ja, wie gesagt, Chancen stehen gerade nicht sonderlich gut. Es fehlt einiges, um wirklich einen Jelly Kiss safe hinzulegen. Zur Spielweise kann man noch ein bisschen erzählen. Die Monster bewegen sich nur, wenn du dich selber bewegst. Es ist ein wenig turn-based. Insofern. Och, ach du Scheiße. Ja, aber wieder geht. Das hat er sich aber wahrscheinlich auch gerade gedacht. Der Party going on, du gehst wieder raus. Ach du Scheiße. Also, die Monsterreime haben ihn heute gefressen. Also, ich muss sagen, ich bin wieder eindeutig wacher. Also, oder warum bin ich gerade erschreckt, ey? Ja, mich allerdings auch. Ich habe nur die Golems und die Drachen gesehen, habe auch noch gesagt so. Nope, wo war die Treppe? Die war woanders, oder? Die war woanders, oder? Die war woanders, oder? wie gesagt, es ist ein bisschen turn-based, als dass, wie gesagt, die Gegner sich halt nur bewegen, wenn du dich bewegst. Dementsprechend kannst du dir schon eine Strategie zurechtlegen, wenn du einen Schritt machst, wie der Gegner dann läuft. Und das hilft wie so bei so Situationen wie dem hier gerade, dass die Krake halt einen Schritt zur Seite macht, weil sie nicht an deiner Stelle laufen wollte. Er wird jetzt die Treppe runtergehen, genau. Er wird jetzt an der Krake vorbei. Ich würde, genau, andersrum, genau, so rum rein. Ich habe nur gedacht, wenn ich in den Raum, den wir gerade gesehen haben, mitten in die Ebene reinkomme durch die Treppe, ich würde den Controller zur Seite legen, mich freundlich verbeugen und einfach rausgehen. Ich glaube auch. Hätte ich auch gesagt, GG, well played. Ich gehe da mal. Ich gehe mir ein Bier holen. Ich bin da mal weg. Nee, Folgendes. Die Orkies, die wir, also die Tintenfische, die wir hier sehen, müssten jetzt Tintis sein und die hauen richtig böse rein mit ihren 8 Füßlern. Die Goldgolems, die ihr gesehen habt, können Golden Mist. Ich glaube, es hieß Golden Mist. Casten, was massiven Schaden anrichtet. Die Goldgolems bewegen sich wie die Eisengolems. Drehen sich im Kreis, wenn sie auf dem Spot stehen, und sobald sie dich erblicken, rennen sie dir hinterher. Das hier wiederum ist ein blaues Item, also ein Item aus einer blauen Truhe, das wir nicht brauchen. Apropos blaue Truhen, wo wir gerade dabei sind. Blaue Truhen sind so konzipiert, als dass, wenn man im Casual und auch im Gift-Mod, also eigentlich in beiden Mods, eine Truhe findet und mit Providence. Oh, okay. Damit lässt sich anfangen. Zurück zu den blauen Truhen. Wenn man eine blaue Truhe findet, den Inhalt kann man mit rausnehmen, wenn man mit Providence, also mit Gottesrand, rausgeht. Und dann im nächsten Turn hat man es sicher und wird einem auch nicht wieder weggenommen. Also gar nicht mehr wieder weggenommen. Das heißt, man behält das Item. Stirbt man jedoch, wenn man das blaue Item hat, ist das Item weg. So. Der Slime ist auf Ebene 99. 99, 100. Jetzt muss ich überlegen, gibt es eine U99 und dann End of a Ansem Cave? Ich glaube ja. For Arty and we have Rally, so I can really cheaply revive Maxim. Okay, we're on our way. Wieder rein. Die Viecher sind richtig arschig, weil die haben wiederum die seltsame, bescheuerte Eigenschaft, sich immer in dich rein zu teleportieren. Ich würde sagen, dass du mal in die reinläufst. Nein, stopp. Die porten sich in dich rein. Ja, aber die würden behaupten, dass du in sie reinläufst. Ja. Dann war in den Weg läufst, für eine Katze. Weil war Kitty noch nie. Willst du dir nochmal mein
mein Fatal Blow Tony nochmal angucken. Der Slime, der wartet in der 100. Ja, es gibt eine U99 und dann die 100. Etage ist die End of Anson Cave Detail. Das werden wir hoffentlich heute noch sehen, sonst beschreibe ich es euch nachher. Aber was ich vorhin sagen wollte, wenn es nur darum geht, den Jelly Kill zu zeigen, könnte er ja auch den Dings benutzen. Es gibt ja noch eine Möglichkeit, den Jelly zu killen, ohne ihn zu killen. Das allerdings ist verboten, laut Regeln. Du ja, darfst das in Suicide nicht ansetzen. Ja, aber wenn er den Kill zeigen wollen würde, einfach nur für den Marathon, weil er nichts findet, jetzt weißt du, das meine ich. Ja, schon. Es wäre ein netter Showcase, ja, aber laut Regeln ist der Suicide verboten. Erklär ich später dann, wenn wir rankommen. Hoffentlich rankommen. Ich meine, wenn du keine andere Option hast, den Platz zu kriegen, willst du machen. Am Ende nicht zeigen wir auch so. Ja doch, es gibt drei Enden, wenn du so willst. Überleg mal kurz. Wie gesagt, da komme ich drauf, sobald wir dann unten beim Jelly sind. Ich meine, von den Heal-Items ist er sehr gut aufgestellt. Die Level passen auch in etwa. Vielleicht noch ein, zwei Level später. Vielleicht noch drei. Um wirklich safe zu gehen. Aber im Moment ist das echt alles Moppelkotze. Kennst du den Begriff nicht? Trotzdem schön. Die wenig für dich, die drei Optionen sind besiegt werden und dann Gottes Hand raus. Gottes Hand, du musst immer Gottes Hand benutzen, um nach dem Kampf rauszukommen. Jelly Kill und Suicide. Also Defeat, Jelly Kill, Suicide. Noch ein Nebelball, der könnte tatsächlich echt jetzt gleich hilfreich werden. Wir sind jetzt U70. Wir haben noch 30 Etagen vor uns. Der Megaklops, der hätte auch mal am liebsten gar nicht da sein sollen. Wird er jetzt versuchen, den Back-Attacken? Ja, weil er sonst nicht wegkommt. Okay. Was Bamboo jetzt gemacht hat, ist aus dem Raum raus. Ist wieder rein. Ist aus dem Raum raus, hat sich ein bisschen bewegt, ist wieder rein. Dadurch hat sich der Megazyklops etwas bewegt in seiner Bewegung. Also hat ein paar Frames gemacht. So, dass wir ihn dann ganz bequem back-attacken konnten. No, und die Deadlies von Arty treffen mal ausnahmsweise. Die Zyklopen wollen auch nur spielen, tun dann nichts. Da kommt echt gerade nur Müll. Es fühlt sich nach meinen Runs an, hör auf. Also die Item Drops sind echt. Die sind echt dürftig gerade. Also da kommt viel Müll zusammen. Dürftig? Ich wollte das anders sagen. Oh gut, dann mal dürftig. Wir können auch vollends beschissen sagen, bis auf die Kleinigkeit mit den vier Deadly Rods. Aber hey! Und das Deadly Sword nicht vergessen. Nur das Deadly Sword, ja. Aber das Richtige, das Ominous-Looking Sword. Ganz wichtig. Aber wenn er keine Curse-Rift findet, bringen wir ihn auch nicht. Ja, das ist das Problem. Er wird jetzt mehr Kisten aufmachen müssen. Einfach um safe zu spüren. Ich meine, er ist jetzt bei Etage 70, hat jetzt noch 40 Minuten Zeit. Selbst wenn er jetzt Full Clears geht, das bedeutet jetzt wirklich jeden Raum rein und versuchen wird, jede Kiste mitzunehmen. Hier sieht man übrigens schön, was er gerade gemacht hat. Er ist rausgerannt, hat einmal das Schwert geschwungen, dadurch ist der Zyklop weitergewandert auf der Stelle. Back Attack und Angriff. Ja, das tut weh. Na, nicht weiter wild. Nicht weiter wild, tut aber weh. Auch noch nicht. Ach, guck mal, die Schiffe. Ich mag sie. Ja, die Schiffe stehen still. Die bewegen sich nicht. Die haben einfach keine Laufanimation. Beziehungsweise, die haben kein Movement-Script. Die bewegen sich einfach nicht. Shoutouts to Death Squad. You got a boat. Put in that ship sprite into the cave. Yeah, makes absolutely no sense. And well, it's not wow. No, you can fight it. Main chat gerade. Yellow shirt girl, I like your yellow shirt. Ja. Yeah,
Oh, das erste Antidot. Schon mal ein Gegengift, ja. Lizard, Tier 2 Eiszauber bringt uns hier nicht weiter. You know, the cave was built around that ship. Export. Nett, aber noch nicht das, was wir suchen. Ich hoffe, man hört meinen Kater nicht. Wieso, was ist denn mit Hazel? Der singt wieder seine schönsten Lieder. Ich hier. Ist er wie am Funkern, ja? Nö, nee, das. Er hat sich den ganzen Tag gepennt, jetzt meint er, er braucht Aufmerksamkeit. Anwesende Katzen ausgeschlossen. Never heard of it. The Goons? Oh, ah, ja, du Scheiße. Dinge, die du nicht sehen willst, ab Level 71 oder 72, wo wir gerade sind. Das, meine Freunde, ist ein Monsterhaus, was jetzt ganz schnell nach hinten losgehen kann. Diese Genies, wie ihr gerade sehen können, Gornshock. Tut weh. Außerdem Absorb, nochmal Gornshock. Er kann jetzt noch versuchen, er kann jetzt noch versuchen, Nebelball zu schmeißen, aber es wird nicht. Nein. Schade. War ein guter Versuch. Eigentlich ein, beziehungsweise ist, weil, also wenn jetzt tatsächlich noch was gekommen wäre, wäre es ein netter Versuch gewesen, weil die Level haben gepasst, die High-Items haben gepasst, der Rest nur nicht. Es ist häufig so, irgendwas passt immer nicht. Schade. Aber es ist halt ja, Marathon. Er sagt gerade schon, der Mann wird vorgezogen. Okay. Boah, das ist bitter, ey. Das ist richtig bitter. Ist beim Versuch wert. Und wir sehen Bamboo ja nochmal bei, also Minimum bei Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Also, ganz raus ist er noch nicht. Hallo Zorgo. Hi. Oh. Wir bleiben eh hier. Der SOM Run wird vorgezogen. Ja, aber ich möchte gerne zur Unterhaltung mit Ihnen in der Pause. Hm. So, was er jetzt wahrscheinlich nochmal eben zeigen wird, ist ein Groberia Blödsinn. Ich hab erzählt wegen der Musik. Also, ja gut, wenn du rausportest, hast du halt keine Musik mehr. Oder rausgeportet wirst durch Tod. Ja, die haben jetzt Zeit gut gemacht, ne? Eine halbe Stunde. Ja. Nachdem sie eine halbe Stunde hinten lagen. Also es passt schon irgendwie. Always a big RNG Festival, whether you played in a marathon, whether you played in a... Sehen, was sie jetzt noch rauszaubern. Nee. Aus den nächsten Runs. Achso, wegen Schedule Drift. Ja. Ja gut, zu weit vorne ist auch scheiße. Ja, Ziff steht extra früher auf. Boah. Der steht um 6 auf. What? Was ist mit dem so, Mann kaputt? So, bevor ich mal losgebe, ich noch was zu trinken besorgen eben. Ich bin auch mal eben AFK, ich brauche was zu trinken. Ja. Mach das, ich unterhalte die Leute so lange. Danke. Ja. Leute, ihr könnt euch bei uns bewerben unter folgenden Kommentaren.